Tschüss, Natalie. David. Da machen wir uns alle Sorgen, ob bei dir alte Wunden wieder aufgerissen sind. Dabei wolltest du nur in aller Ruhe mit Natalie turteln. Du? Überhaupt, wo du gerade geklingelt hast? Hier wohnt Gregor, mein Ex. Ach, ja, verstehst du jetzt, warum es gerade nicht so gut passt? Woher weißt du eigentlich, dass ich hier bin? Ja, der war unten auf der Eröffnungsfeier. Ah, wahrscheinlich hat die Christin gesagt, dass ich hier oben bin. Ja, wahrscheinlich. Aber du wirst dich bestimmt auch ohne mich amüsieren. Vielleicht nicht so sehr wie ich, aber... Oh, er kommt. Drück mir die Daumen. Ich habe ganz normal mit Natalie gesprochen. Was machst du jetzt für ein Theater? Wir sitzen unten, machen uns Sorgen, ob wir dich mit dem Essen und den ganzen anderen Sachen überfordert haben. Und was machst du? Ich wollte eben mal einen Moment alleine sein, okay? Haben wir dich gelangweilt oder was? Ach, im Gegenteil. Mir ist nur alles gerade ein bisschen zu viel geworden. So viel, dass du unbedingt mit Natalie telefonieren musstest? Sorry, aber das ist eine komische Art zu trauern. Wie meinst du das? Ganz einfach. Ich fasse es nicht, wie du Mama so schnell vergessen hast. Es reicht, David! Ach, weißt du was? Trau doch einfach, wie du willst. David! Hier, guck mal. Während meines Studiums war ich immer mit Freunden an der Küste. Ich könnte uns ein Haus kaufen. Super! Und bis du nachkommst, dann habe ich es bis unters Dach mit italienischen Möbeln eingerichtet. Untersteh! Was denn? Entschuldigen Sie die Störung. Sie mal wieder auf der Suche nach Luise? Leider können wir Ihnen da nicht helfen. Boston? Eine Geschäftsreise? Nein, ich setze da mein Studium fort. Für länger? Naja, so ein paar Semester wird es schon dauern. Und Sie begleiten Ihre Frau? Ja, nicht sofort, aber auf lange Sicht ist das nicht undenkbar. Das ist aber schade. Wieso schade? Naja, Ihre Familie wäre sicherlich sehr traurig, wenn Sie für immer in die Staaten übersiedeln würden. Ja, ist ja noch nicht spruchreif. Aber wenn, dann sind Sie die Erste, die sie fährt. Entschuldigung, ich wollte nicht neugierig erscheinen. Ich habe wirklich alles getan, was in meiner Macht stand, aber Prosecco O ist hartnäckiger, als ich dachte. Ich bezahle dir das Teil. Du weißt wohl nicht, wie viel so ein Designerstück kostet, was? Aber was soll's. Das Ding war sowieso aus der letzten Kollektion. Boah, jetzt ist da alles dreckig und nass. Ja, dann sind wir ja quitt. Und können uns endlich anderen Dingen widmen. Hör mal, da unten ist die Eröffnung. Da muss ich jetzt gleich wieder runter. Wozu? Wir können doch auch hier feiern. Zu zweit. Bei einem Absack. Ich weiß was Besseres. Hier. Was soll ich damit? Anziehen. Biete mir doch lieber dein Pyjama-Oberteil an, hm? Ja, hey, das mit dem Fleck, das tut mir leid, aber ich kann echt nicht mehr machen. Na gut. Trink doch noch unten was auf mich. Also, ich meine, es geht ja auf mich. Lieber nicht. Aber trotzdem danke. Du bist ein echter Gentleman.
Hallo. Hi. Hallo. Ach, übrigens, Frau Galdi sucht dich. Die hat mir gerade noch gefehlt. Hey, was ist denn los? Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn irgendwas mit Gregor ist und du jemanden zum Reden brauchst. Danke. Ich denke noch, hoffentlich ist er nicht zusammengebrochen oder so. Und dann telefoniert er ganz entspannt mit Natalie an seinem Hochzeitstag. Ja, du tust gerade so, als wäre ihm Mamas Tod völlig egal. David? Ich glaube, es ist eine Entschuldigung fällig. Hey, ich rede mit dir. Na komm, schalt nicht auf stur, das bringt nichts. Mag sein, dass das komisch ausgesehen hat, aber das alles hat nichts mit Mama zu tun. Eben, genau das ist der Punkt. Komm, ich fahr dich nach Hause. Aber ich bin mit dir noch nicht fertig. Aber ich warte im Auto. Bleib gefälligst hier. März 1981. Heute Nacht hatte Leonard einen Albtraum. Er ist erst wieder eingeschlafen, als ich ihm Falanina vorgesungen habe. Er scheint dieses Lied genauso zu lieben wie ich, als ich klein war. Falanina. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt. Nein, ich war nur in Gedanken. Wenn ich doch bloß wüsste, wo Luise bleibt. Die habe ich gerade in der Halle gesehen. Sah ziemlich erschöpft aus. Oh, dann werde ich Sie wohl heute besser nicht mehr behelligen. Mhm. Was lesen Sie da? Ach, das ist nur ein Roman. Ziemlich tragisch. Die Hauptfigur stirbt am Schluss. Was denn? Lesen Sie das Ende etwa immer zuerst? Ach, nein, aber ich kenne das Buch fast auswendig. Es lässt mich einfach nicht mehr los. Ja dann, viel Spaß noch und gute Nacht. Ja, danke. Ihnen auch eine gute Nacht. Ja. Jetzt mal ehrlich, warum bist du vorhin so ausgetickt? Ich bin nicht ausgetickt. Na gut, vielleicht war ich ein bisschen unfair. Ist das wegen Natalie? Nein, ich hab nichts gegen Natalie. Ich will nur nicht, dass... Dass er Mama vergisst. Keiner von uns wird sie je vergessen. Bist du dir sicher? Du etwa nicht. Manchmal, da versuche ich mich an ihre Stimme zu erinnern. Doch es klappt nicht. Und das jetzt schon. Ich weiß es nicht, aber vielleicht gehört das dazu. Und Christina? Wer soll ihr später mal von Mama erzählen? Ihre heiße Milch. Mit Honig. Danke. Oh. Hallo. Noch wach? Ja, gerade noch soeben. Was dagegen, wenn ich dir noch kurz Gesellschaft leiste? Also eigentlich bin ich schon entsetzlich müde. Bestimmt nicht so müde, um zu hören, wie es zwischen mir und Gregor gelaufen ist, oder? Naja, eigentlich schon. Bitte, Luise, nur ganz kurz. Können wir das nicht auf morgen verschieben? Aber ich platze bald. Es ist so, zwischen mir und Gregor, da stimmt es einfach. Ich meine, ich spüre, dass wir verstehen uns einfach ohne Worte. Genauso wie du und Eduard. Das heißt, zwischen euch ist jetzt alles klar?
Ich war so nah dran. Also lange wird es bestimmt nicht mehr dauern. Bist du sicher? Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Also ich bin jetzt entsetzlich müde. Oh, entschuldige. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber... Oh, ja. Oh. Entschuldige. Gute Nacht. Was ist denn los? Hast du das gehört? Was denn? Mist, jetzt ist es vorbei. Irgendjemand hat gesungen. Meinst du nicht, dass du das vielleicht geträumt hast? Ja, schon möglich. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Hm. Lass uns jetzt einfach weiter schlafen. Schön, dass du wenigstens hier hinkommst. Wieso? Ach, war nicht so gemeint. Du hast ja gesagt, du wolltest es versuchen. Ach ja, deine Eröffnungsparty. Tut mir leid, aber mir ist etwas dazwischen gekommen. Na, ich hätte mich ja nur gefreut, wenn du gekommen wärst, aber du kannst sicher nichts dafür. Ich habe das Gefühl, du hast dich trotzdem noch ganz gut amüsiert. Du fragst dich wohl, woher ich das weiß. Ich war da, vor deiner Wohnung und hab geläutet. Ein bisschen später und es wäre richtig peinlich geworden. Und Rebecca hat hier aufgemacht. Das ist übrigens meine Ex. Verwunderlich genug, wenn man ihren Aufzug bedenkt. Frage ist vielmehr, warum hat sie mich nicht gerufen? Ich bin sicher, sie hatte ihre Gründe. Jetzt wird mir einiges klar. Pass auf, Rebecca, wie gesagt, meine Ex. Die hat einen Fleck auf der Bluse und die hat sie sich ausgezogen, weil es dann einfacher war, das Zeug rauszuwaschen und... Sekunde mal. Bist du nicht etwa eifersüchtig? Setz dich. Ich mache unser Frühstück. Hat David sich bei dir gemeldet? Bisher noch nicht. Ich kann das nicht verstehen. Das Telefonat mit Natalie war absolut harmlos und jetzt tut er so, als sei das ein Riesenverbrechen. Der Tag gestern war sowieso schon schlimm genug für mich.
Er wollte dir nicht wehtun. Und ich bin mir sicher, dass sein Ausraster ihm wahnsinnig leid tut. Bist du dir da so sicher? Ja. Ich habe mit ihm geredet und er hat Angst, Mama zu vergessen. Das kann mir nicht passieren. Er glaubt, bei ihm fängt es schon an. Das sind Kleinigkeiten, aber er hat Angst, dass es immer schlimmer wird. Und was ist, wenn Christina eines Tages nach ihrer Mutter fragt? Das wird sie bestimmt. Jetzt wird mir alles klar. Du hast recht. Jetzt verrat mir bitte trotzdem mal, warum du nicht reingekommen bist. Ja, was hätte ich denn denken sollen, als sie so vor mir stand? Ja, hättest du einen Schritt weiter in die Wohnung gemacht, hättest du was ganz anderes gedacht. Ja, das kann man ja jetzt leicht behaupten. Okay, natürlich war ich enttäuscht, dass du nicht gekommen bist, aber deswegen reiße ich Rebecca noch nicht gleich die Bluse vom Leib. Ich meine, das ist so unnötig, aber ich es auch nicht. Ja, was hätte ich denn denken sollen? Jedenfalls nicht gleich das Schlimmste. Das ist leichter gesagt als getan. Hey, das Einzige, was ich von dir weiß, ist, dass du verlobt bist. Und aus dem ganzen Rest machst du immer so ein Riesengeheimnis. Das war aber unsere Absprache. Ja, klar, weil ich keine andere Wahl habe, aber schau mal, ich vertraue dir. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass ich das auch von dir verlangen kann. Es tut mir leid. Nicht mehr lange und du wirst alles von mir erfahren. Versprochen. Hast du auch so schlecht geschlafen? Nein, nur kurz. Und du? Ich habe kein Auge zugemacht. Wieso? Schnarcht Sarah? Mit mir hat das überhaupt nichts zu tun. Eher mit dem Gespenst auf dem Speicher. Aha. Ich bin wach geworden, weil ich ein Geräusch gehört habe. Aber wahrscheinlich ja der Einzige zu sein. Danke der besorgten Nachfrage. Und ja, ich hatte eine ausgesprochen erholsame Nachtruhe. Anscheinend schlafe ich besonders gut, seit Carla nicht mehr da ist. Das ist nur vorübergehend, vergiss das nicht. Ja, leider. Aber der Tag wird kommen. Vergiss es, Ansgar. Ja, und was war das für ein Geräusch? Ach, das war eine Melodie. Eine, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Wahrscheinlich war es wirklich bloß ein Traum. Was suchst du denn da? Lass sie. Ich muss los. Moment. Ich weiß, das gestern war fies von mir. Also spar dir die Predigt. Setz dich. Bitte. Das mit Mama ist nicht lange her. Und ich weiß, jeder hat seine eigene Art, damit umzugehen. Deine Art ist aber ziemlich locker. Sieh mich an. Glaubst du wirklich, ich hätte Katja so schnell vergessen? Es wird niemals passieren. Niemals, hörst du? Da sind ja gar keine Bilder drin. Eben. Aber genug Platz, den man mit Erinnerung füllen kann. Hier kann jeder etwas über Katja schreiben, zeichnen, was auch immer. Eine Art Gedenkbuch. Es hilft uns, die Erinnerung an sie zu bewahren. Und Christina später mehr über ihre Mutter zu erfahren. Das ist eine schöne Idee. Was ist? Machst du den Anfang? Wo ist denn dein Trecker? Oh. Warte, ich schaue kurz nach. Würden Sie ein Auge auf ihn werfen? Natürlich. Gehen Sie ruhig.
du meine Güte. Was machst du denn? Hast du dir wehgetan? Oh, schon gut. Tutto bene. Alles gut. Ist doch alles halb so schlimm, hm? Piccolino mio. Falla ninna, falla nanna, nella braccia della mamma. Falla ninna, bel bambin. Falla nanna, bambin bel. Falla ninna, falla nanna, nella braccia della mamma. Alles gut. Meine Mutter hat mir das Lied als Kind immer vorgesungen. Woher kennen Sie das Lied? Schloss Wallensteig, Sie wünschen? Luise hier. Durchlaucht, ein Gespräch für Sie. Luise! Papa, wie fühlst du dich? Wie ein griechischer Gott. Hältst du dich denn an das, was die Ärzte dir verordnen? Ach, diese Quacksalber. Was ist mit dir? Du hast doch was auf dem Herzen. Ich konnte dir noch nie etwas vormachen. Ha, Probleme wegen des Museums? Nein, es ist was ganz anderes. Ich habe mich verliebt, Papa. In einen anderen Mann. Ich habe noch nie so für jemanden empfunden. Ich kann Eduard nicht heiraten und ich möchte dich bitten, die Verlobung lösen zu dürfen. Mir tut es leid, mein Kind, aber du musst dir das so schnell wie möglich wieder aus dem Kopf schlagen. Du wirst Eduard heiraten.